So, Leute. Ich habe ein neues Paket bekommen. Hammer. Ich bin super begeistert. Das hat mir der liebe Tim Soat geschickt. Link unten in der Beschreibung. Ja, ich weiß, was drin ist. Ich bin super gespannt. Ich nutze mal hier das gute Gefro-Messer, um das aufzukriegen. Vielleicht irgendwo, ohne was drin ist, kaputt zu machen. Na, okay, Gefro scheint auch nicht mehr das zu sein, was es mal war. Ich habe super Angst, das kaputt zu machen. Es ist für mich so ein richtiges Highlight. Das versüßt mein Tag. Ich warte auch schon Tage drauf. Also ganz sehnsüchtig am Fenster wartend. Und ja, wie ihr wisst, ich habe mit Tim und ein paar anderen Ende letzter Woche, Anfang dieser Woche, ein Video gemacht über Kaltheim Pre-Release und so weiter und so fort. Da hat Tim ganz gut performt, sage ich mal, ganz liebevoll. Und ja, deshalb, guckt bei ihm im Channel nach, guckt bei mir im Channel nach, wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt. Und ich bin jetzt absolut hyped. Oh, ich weiß, was da rumkommt. Ich bin total begeistert. Also hier haben wir erstmal eine Menge Knickerfolie. Knickerfolie. Ich weiß nicht, ob man es hört. Ja, hört man. So, und zwar ist hier eine Playmat drin. Denn der liebe Tim ist sehr gut darin zu malen, zu zeichnen. Und, oh mein Gott. Oh mein Gott. Und er meinte zu mir, hey Blackie, ich male ja für meine komplette Playgroup. Und ich gesagt, ey, malst du denn auch für andere Leute? Und dann hat er gesagt, ja klar. Und dann habe ich mir eine Matte von ihm malen lassen. Und jetzt muss ich hier einmal rauszoomen, dass das passt. Und, oh mein Gott. Ist die schön. Oh mein Gott. Also, zuallererst, das Ding ist handgemalt. Ja, also es ist jetzt kein Druck oder sonst was. Aber, oh mein Gott, ist die schön. Ich bin richtig hart gehypt. Auch hier wunderschön mit dem Gesicht. Das ist echt gut gemalt. Und auch von dem Material her echt gut. Hier unten auch, wie gesagt, von Soat, Tim Soat. Ich bin gerade ein bisschen sprachlos. Mir geht gerade so ein bisschen die Tränen in den Augen. Oh mein Gott, ist die schön. Ich will die, der will ich gar nicht spielen, gefühlt. Oh mein Gott. Also, ja, MTG Blackset, er hat sich hier die Mühe gegeben, sozusagen, das Set, das MTG, glaube ich, zu übersetzen. Das müsste das MTG sein, das ist auf jeden Fall das Set. Und ja, hier mit dem, oh, dem Schwert im Hinten dran. Oh, wunderschön. Ich wusste gar nicht, dass man so genau, guckt euch das mal an, so genau auf einer Matte mit der Hand malen kann. Ich versuche das gerade mal. Seht ihr das? Ich wusste gar nicht, dass das geht. Ich will nicht wissen, wie viele Stifte da reingeflossen sind. Oh mein Gott. Ja, Hammerteil. Ich bin super begeistert. Das ist ein ganz kurzes Video. Ich wollte euch das nur zeigen und mit euch mal sharen, tatsächlich. Dementsprechend ganz kurz. Und nochmal der Hinweis, dass ihr bitte beim Timmer vorbeischaut. Aber was der Mann macht, ist auf jeden Fall großartig und ich bin super hart begeistert von dieser Matte. Ihr werdet jetzt vielleicht ein paar Decktags oder so weiter auch auf dieser Matte sehen. Ich werde nur immer Angst haben, sie aufzurollen und auszubreiten, darauf zu spielen, weil, oh mein Gott, ist die schön. Und das ist ein richtiges Unikat und da muss ich mal gucken. Gibt es Hüllen für Matten? Wenn nicht, warum nicht? Ich brauche gerne eine Hülle für meine Matte. Ist das zu viel verlangt? Gut, bevor ich euch noch weiter langweile und ihr weiter das Video disliked, wenn überhaupt noch jemand zuschaut. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, na Blackset. Ciao, ciao.